Ja, die Motivation hier an der Vortragsreihe teilzunehmen ist, die Gelegenheit zu nutzen, mit Studentinnen und Studenten ins Gespräch zu kommen. Ich meine, das sind ja Menschen, die gerade sich auf ihr berufliches Leben vorbereiten. Also die künftige Generation, die ja auch das Wirtschaftsgeschehen prägen wird. Und da ist es für mich auch immer interessant zu hören, was die bewegt. Und auf der anderen Seite die Möglichkeit, einen Einblick zu geben in das, was uns in der Berufswelt, in der Geschäftswelt derzeit bewegt. Ja, bei Menschen, die sich bei uns bewerben, ist es eigentlich so, dass es immer um die Frage geht, ist das jemand, in den ich das Zutrauen habe, dass er wirklich einen Beitrag leisten wird? Und da sprechen wir über die Zukunft. Also da ist die Herkunft nur bedingt ein guter Indikator. Natürlich sind die Ergebnisse der Prüfungen ein gewisser Hinweis darauf, inwiefern jemand in der Lage ist, sich durch den Stoff durchzuarbeiten. Aber ganz entscheidend ist das Engagement und die Zukunftsvision, die jemand hat und vor allem die Bereitschaft, wirklich einzusteigen, um dann mitzugestalten. Das ist das, worauf wir Wert legen. Aber das ist nicht nur bei Menschen, die von Universitäten kommen, sondern auch Menschen, die bei uns eine andere Ausbildung machen oder einfach sich bei uns bewerben, um mitzumachen. So nach dem Motto, hier bin ich Mensch, hier steige ich ein. Ja, DM ist ein Unternehmen, welches sich darum bemüht, wirklich kundenorientiert sich permanent weiterzuentwickeln, um für unsere Kundinnen und Kunden relevant zu bleiben. Und wir versuchen das eben dadurch zu bewerkstelligen, indem wir versuchen, Rahmenbedingungen zu gestalten, in denen sich jeder wiederfinden kann, sich jeder einbringen kann, damit wir gemeinsam diese große Aufgabe stemmen können. Und das ist unser Anspruch. Das versuchen wir auch in unserem Claim zum Ausdruck zu bringen mit Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Das ist ein hoher Anspruch, dem werden wir nicht immer gerecht, aber wir bemühen uns stets darum. Und damit glaube ich, dass wenn man bei DM arbeitet, man gute Rahmenbedingungen hat, um eine ganze Menge zu lernen und auch eine ganze Menge zu bewegen.